Allegra, hallo, ciao. Wir haben das Thema Bezirk Maloja, eher bekannt als Oberengadin. Für die, die es nicht so richtig kennen, es ist dort, wo St. Moritz steht. St. Moritz, wo man Skifahren kann. Hey, es ist schon schön dort. Wir haben so schöne Berge, Schnee, Wald. Es ist einfach wunderschön. Aber es kann gar nicht alles so schön sein. Zengadin ist voller, voller Probleme. Allegri ensemble, quis weiter? Nus discuorinze rumänsch, nus essens. Poches personas in tutta la Svizzera ci so discuore rumänsch. Però erlovens un problem. Samuretzen. Ich komme aus St. Moritz und nein, wir wollen kein Romanisch mehr im Dorf. Wir wollen einfach kein Romanisch mehr. Dopo ci sono quelli di Maloja. Sì, noi non parliamo né tedesco né romansch. Noi solo italiano. Juppi, endlich ist wieder Winter. Endlich kann ich wieder go Ski fahren. Wow, schau mal, so schön ist da oben. Die frische Luft. Aber. Wo ist der ganze Schnee her? Oh, was kann man machen? Was kann man machen, zum Schnee haben? Die ganze Zeit. Deswegen. Wir haben gedacht. Hey Bro, wir sind in der Schule, du kannst da nicht rauchen. Hey, sorry. Deswegen, wir konzentrieren uns nur auf Fallproblematik. Im Engadin ist halt, ja, Zwischensaison läuft nichts. Zu viel Energieaufwand. Eben, Schnee kommt einfach zu spät. Aus dem Grund haben wir uns getroffen mit einem Experten, der Herr Professor Dr. Ingenieur Imad Lifa. Snow Farming ist ja eine Idee, die das Ziel verfolgt, den Schnee über die warme Jahreszeit, zum Beispiel in den Sommermonaten, zu erhalten, so dass man einfach also den Schnee in den schneearmen Monaten verwenden kann. Habt ihr schon verstanden, um was es geht? Also Snow Farming, was ist das genau? Ich könnte euch vorstellen, es ist ein großer Stück Schnee, wo isoliert wird während dem Sommer. Ja, und der bleibt dort. Und dann im Winter kann man den Schnee wieder brauchen. Wie das so ungefähr funktioniert, ist für mich schwierig zu erklären. Ich bin kein Spezialist in dem Bereich. Aber unser Professor Doktor weiß es. Da gab es einfach also so vor, ja, jetzt ist es vielleicht schon fast 20 Jahre her, die ersten Projekte von der Firma Landolt. Fritz Landolt AG aus Neffels, Glarner Land. Das war einst einfach also so der einzige Geotextilhersteller in der Schweiz. Und da hat man dort angefangen, einfach also dann solche Fliesestoffe zu entwickeln, also so für diese Schneeabdeckung. Im letzten Jahr oder also diesen letzten Winter hat man zum Beispiel Abdeckungen mit Holzwolle gemacht. Und das ist ein Material, was wir einfach also so seit 5 Jahren verfolgen, mit ein bisschen mehr Nachhaltigkeitssinn. Mhm. Weil Holzwolle ist ein Naturprodukt, ist ein Naturpolymer, hinterlässt einfach also so keine Reste, verschmutzt einfach die Umwelt nicht. Ja, okay, nein, ich weiß, es ist schwierig für euch, das vorzustellen, dass Schnee einfach so während dem Sommer dort steht und dann im Winter das wieder brauchen kann. Aber eben, es gibt eine spezielle Methode. Und obwohl es in der letzten Zeit praktisch nie gemacht worden ist, haben wir ein gutes Beispiel zu Davos und auch zu Diavolezza. Im letzten Winter war in Diavolezza einfach die Idee gekommen von der Bergbahn dort, dass man doch dort auch noch Versuche machen möchte. Und da habe ich jetzt mal vorgeschlagen, jetzt nehmen wir mal Holzwolle. Und tatsächlich, das haben sie jetzt einfach probiert und das funktioniert.
Also es dient letzten Endes dazu, einfach, dass man ja Sportanlagen betreiben möchte. Also es geht nicht oder es ging nicht darum, die Gletscher einfach also so vor Verschmelzen zu retten oder das zu verhindern. Dafür gibt es auch noch andere Techniken. Also wir haben ein Inno-Swiss-Projekt, das beschäftigt sich mit künstlicher Beschneiung, aber zielt darauf ab, einfach also so die Gletscher daran zu hindern, wegzuschmelzen. Genau, wir probieren nicht die Gletscher zu retten, sondern wir machen das für alle Skifahrer und Snowboard natürlich, aber ich kann eben nur Skifahren. Für die Produktion von Kunstschnee braucht man Energie. Wenn man einfach den Schnee konserviert, braucht man diese Energie nicht mehr. Aber man braucht eine Energie, einfach also so, um den Schnee zu verteilen. Das heißt, einfach dieses konservierte Schnee auf einem Haufen muss man irgendwie auf die Piste aufbringen, auftragen. Dafür braucht man auch Energie. Unsere geniale Idee ist Schnee. Wir Bobbahn zwischen Schlarigna und St. Moritz zu lagern. Warum das? Weil genau dort braucht man dann auch Schnee, um die Bobbahn zu machen. Also, geniale Idee. Und das haben wir auch am Experten gefragt. Wohl, das wäre möglich. Das wäre möglich. Also die Höhenlage passt dazu. Schnee hat man ja dort. Temperaturen, ja, es wäre möglich. Die Frage ist dann nur noch wirklich Frage des Aufwandes und Materialstärken, die man dort braucht. Aber wir sind uns nicht so sicher. Wir denken, wir sind da gerade so auf eine geniale Idee zugestoßen. Macht es aber wirklich Sinn für Engadin? Ja, also ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Aber es würde ja funktionieren. Ja. Man muss nur die Rahmenbedingungen dazu anpassen. Also wie gesagt, also ist eine Frage von Temperatur. Aber aus meiner Sicht, ehe man einfach also sich zu viele Gedanken und sagen wir, wissenschaftliche Arbeit herausmacht, wäre ein Versuch an Ort und Stelle immer der schnellere Weg. Aber was ist im Fall bis jetzt die beste Methode gewesen? Wir haben so nachgeforscht und wir sind auf so viele unterschiedliche Methoden gekommen. Also, schwierig. Also jeder hat seine Erkenntnisse, seine Versuche. Jeder sagt, säge ich Bäne, der andere sagt, gut, jetzt haben wir Holzwolle hinsichtlich Nachhaltigkeit, weil das kann man einfach wieder verwenden. Das sind Rollen wie eine Stemmdecke, wie eine Matratze. Die kann man einfach im Winter wieder aufrollen und deponieren. Dann kann man bei der nächsten Saison wieder verwenden. Hey. Und ich natürlich als Engadiner sage, ja, wir brauchen Sportanlagen. Und ja, wir wollen Skifahren. Wegen dem müssen wir es auch nachhaltig machen. Und ey, wenn ihr mal Lust habt, mich zu sehen im Winter, treffen wir uns auf die wunderschöne Piste zu Engadin. Und bitte, sagen Sie Moritz, sie sollen mal Romanisch lernen. Heilen, sag nochmal.